Mit Umstellung auf die strengere Abgasstufe 3B hat Valtra bei der S-Serie den 8,4 Liter Sisu-Motor mit der verbesserten SCR-Technologie eingebaut. Neben dem platzsparend im Auspuff integrierten SCR-Katalysator gibt es jetzt einen zusätzlichen Diesel-Oxidationskatalysator. Die Kartusche von der Größe eines Luftfilters sitzt vorne unter der Haube und soll den AdBlue-Verbrauch so gering wie möglich halten. Trotzdem wurde der AdBlue-Tank von 30 auf 60 Liter verdoppelt und auch der Dieseltank auf 630 Liter vergrößert. Die geräumige Kabine hat jetzt serienmäßig die geregelte Federung Autokomfort. Ansonsten hat sich bei der Bedienung mit der bekannten Armlehne und dem kleinen Monitor wenig geändert. Im Gegensatz zur neuen T-Serie sitzen beim S zum Beispiel die Schalter der Zapfwelle nach wie vor auf der Konsole. Auch das handliche Lenkrad und das übersichtliche Armaturenbrett sind unverändert. Alle übrigen Knöpfe findet man fein aufgereiht im rechten B-Holm der Kabine. Serienmäßig ist eine manuell geregelte Klimaanlage, genauso wie der Beifahrersitz, mit einem großen Kühlfach dahinter. Bei unserer Probefahrt haben wir mit einer Triple-Mäh-Kombination von Pöttinger gearbeitet, um auch die Rückfahreinrichtung Twin-Track ausprobieren zu können. Bei der Fahrt zur Einsatzfläche bei der Bresegarder Agroservice unweit von Schwerin mussten die verstärkte gefederte Vorderachse sowie die geregelte Kabinenfederung schon zeigen, was sie können. Überzeugen kann die sekundenschnelle Umrüstung der Rückfahreinrichtung, da es hinten ein separates kleines Lenkrad gibt. Und auch die Beinfreiheit im Fußraum ist für große Fahrer ausreichend. Dann nur noch die Hydraulikfunktion an dem neuen Pöttinger Select Control vorwählen und das Ventil betätigen. Schon klappt die Mähkombi aus. Und wer dann noch die hydraulischen Schutztücher bestellt, müsste gar nicht mehr absteigen, sondern könnte direkt loslegen. Die Schlepperbedienung ist bei Schubfahrt genauso einfach wie sonst, da hinten ebenfalls alle Pedale vorhanden sind und sich ja die gesamte Armlehne mitdreht. Zusammen mit den bis zu 370 PS kommt da schon ein bisschen Selbstfahrerfeeling auf. Gewöhnen muss man sich allerdings erstmal an das kleine Lenkrad mit der einstellbaren Empfindlichkeit, denn hier gibt es sogar eine geschwindigkeitsabhängige Regelung. Hat man das einmal im Griff, ist auch das Anmähen neuer Stücke ein Kinderspiel. Auch die Sicht auf die Seitenausleger ist dank der abgerundeten Kotflügel prima, sodass der Fahrer ganz entspannt sitzen kann. Da bei der geschobenen Kombi die Mähwerke fast in einer Linie sitzen, sind auch Kurvenfahrten möglich, ohne dass Streifen stehen bleiben. Leider hatte unser Valtra die auf Wunsch lieferbare GPS-Lenkung nicht, die ein exaktes Anschlussfahren natürlich sehr erleichtert hätte. Aber geübte Fahrer haben auch so kein Problem damit, immer die maximale Arbeitsbreite zu nutzen, ohne dass Streifen stehen bleiben. Es sei denn, man lässt sich bei seiner Arbeit durch die schöne Natur ablenken.